Wir reden heute über ein quasi utopisches Thema. Utopisches Thema deshalb, weil ich weiß nicht, ob ihr euch das überhaupt vorstellen könnt. Wie sieht unsere Welt eigentlich nach der Corona-Pandemie aus, also nach nun fast 12 Monaten? Geht das überhaupt? Und vor allen Dingen, was machen wir? Nun ist es so, wir reden ja in der Corona-Pandemie immer ganz viel über sozialen Ausgleich. Wir reden auch über bestimmte Maßnahmen, in Kontaktbeschränkungen und Ähnliches. Ich finde, was ein bisschen untergeht, ist, die Linke ist eine Partei aus der Arbeiterklasse stammend, die sich ja auch mal mit der Frage der Kritik der politischen Ökonomie befasst hat. Und die Frage von alternativer Wirtschaftspolitik, die Frage von, wie kann eigentlich Wirtschaft in Zukunft nach der Pandemie anders laufen als bislang? Was können wir tun, um die enormen Kosten, die derzeit auch aus der Pandemie entstanden sind, was können wir für Vorschläge dazu machen? Das, finde ich, ist ein bisschen unterbelichtet manchmal bei der Linken und ich wünsche mir, dass sie auch in Zukunft ein bisschen höheren Stellenwert einnimmt. Deswegen auch Fabio hier. Fabio ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Linken im Deutschen Bundestag, ausgewiesener volkswirtschaftlicher Experte und exponiert als Aufklärer im Wirecard-Skandal. Und der Einstieg ist, dass ich mich sehr, sehr geärgert habe, nämlich über einen Brief, den Robert Habeck mit Rainer Hoffmann geschrieben hat und da eine, ich finde schon ein bisschen Unverschämtheit an die Linke ausgesendet hat, nämlich ihr so eine Art neoklassische Wirtschaftspolitik durch die Hintertür vorgeworfen hätte über die Vermögensabgabe, dass man da ja quasi über ausgeglichene Haushalte rede, so mehr oder weniger von links. Das fand ich wirklich unverschämt. Fabio, du auch? Ja, ich war etwas überrascht. Ich war nicht überrascht einerseits, weil natürlich dieser Brief, den du ansprichst von Rainer Hoffmann, vom DGB-Vorsitzenden, mit einem der Co-Chefs der Grünen ja eigentlich ein machtpolitisches Signal war. Also der DGB sagt, sie haben die SPD eigentlich abgeschrieben und sie setzen jetzt darauf, dass die Grünen ihr Ansprechpartner vielleicht in einer schwarz-grünen Regierung sind. Und ich glaube, der eigentliche Zweck des Briefs war, die Grünen davon freizusprechen, dass sie noch über Ungleichheit in diesem Land reden. Weil mit der CDU werden sie mit Sicherheit, und zwar völlig egal, ob es jetzt Merz, Laschet, Söder oder sonst wer ist, nicht an die Vermögen der Quants und Klattens rangehen, die ja auch immer hübsche Parteispenden verteilen in Deutschland. Und im Prinzip ging es darum, sie davon freizusprechen und zu sagen, die Staatsverschuldung an sich ist ja momentan nicht das Problem. Und diese Auffassung teilt die Linke ja. Wir haben ganz klar gesagt, wir wollen jetzt viel Geld in die Hand nehmen, um die Existenzen zu sichern, weil alles andere noch teurer würde, wenn jetzt zum Beispiel viele Restaurants und kleine Selbstständige dicht machen müssen, dann kriege ich diese Läden natürlich nicht mehr hoch nach der Krise. Deswegen ist Wirtschaftspolitik in der Tat wichtig und wir haben immer gesagt, wir wollen die Vermögensabgabe einerseits natürlich auch, um Ungleichheit in diesem Land zu bekämpfen, aber weil die Regierung ja sagt, sie will zur Schuldenbremse nach der Wahl zurückkehren. Und Schuldenbremse heißt ja, ich darf dann keine Kredite mehr aufnehmen. Und wenn ich eben von 100 auf 0 runterbremse, ist es relativ einfach. Dann muss ich entweder die Steuern erhöhen oder ich muss eben Investitionen und Sozialstaat kürzen. Und wenn ich das nicht will, dann muss ich mich ehrlich machen und beantworten, wo ich die Steuern erhöhe, solange die Schuldenbremse eben nicht wieder aus dem Grundgesetz rausgestrichen wird. Die Linke hat die Schuldenbremse immer kritisiert. Und wir sagen, wir wollen das Geld dort holen, wo eben die Krisengewinner sitzen. Und wir wollen nicht zum Beispiel die Mehrwertsteuern für die kleinen Leute erhöhen. Und vor dieser Frage haben sich die beiden rumgedrückt, eigentlich in diesem Schreiben. Aber so ist das eben. Und wir sind die Einzigen, die bisher klipp und klar gesagt haben, was wir nach der Wahl machen wollen. Wir wollen die Quants und die Klattens in die Pflicht nehmen, die Milliardäre und Multimillionäre in diesem Land. Also nochmal nachgefragt, unser Vorschlag einer Vermögensabgabe ist letztendlich die Konsequenz aus einer irren Politik der Schuldenbremse? Absolut, das ist die Konsequenz. Das ist ja ganz witzig, oder vielleicht ist es auch nicht witzig, aber es gibt ja mittlerweile Teile der Arbeitgeber, die gegen die Schuldenbremse sind, weil sie selber merken, jetzt können sie den Unternehmen die Steuern nicht mehr senken. Und man muss vielleicht mal etwas dazu sagen, weil Schulden klingt ja immer schlecht, das klingt nach Schuld und so in Deutschland. Aber warum sind wir eigentlich gegen die Schuldenbremse nun? Weil wenn wir zum Beispiel eine Universität bauen, ja, die unseren Enkelkindern noch zur Verfügung steht in 500 Jahren, dann ist es nur sinnvoll, dass wie jedes Unternehmen das auch macht, wenn sie eine Investition tätigen.
das eben nicht nur die heutigen Steuerzahler bezahlen zu lassen und dann vielleicht kein Dach auf die Universität zu setzen, da regnet es immer rein, sondern das eben über Kredite zu machen, bei ultraniedrigen Zinsen, die wir momentan haben, der Staat kriegt Geld geschenkt und so eben mehr Investitionen anschieben zu können. Und ich mache ein anderes Beispiel, der Klimawandel. Also es ist viel, viel billiger, auch aus ökonomischer Sicht, jetzt richtig, richtig zu investieren in auch Technologien gegen die, also alternative Energien und so weiter, gegen die Erderwärmung, weil wir sonst in 100 Jahren viel, viel größere Anpassungskosten haben. Und da jetzt quasi zu knausern, wäre sozusagen ökonomisch nicht sinnvoll und wird am Ende sogar zu mehr Schulden führen, weil wir dann viel größere wirtschaftliche Probleme haben. Deswegen sind wir gegen die Schuldenbremse und sagen, zumindest Investitionen, die muss man auch über Kredite finanzieren. So laufende Ausgaben, den Sozialstaat und Personalausgaben, das sollte man möglichst über Steuern machen. Und deswegen müssen wir eben auch über die Besteuerung hoher Vermögen sprechen. Und das tun wir. Jetzt haben wir uns in der Vergangenheit ja manchmal so ein bisschen wie die Wanderprediger verhalten. Wir sind immer mit diesen Vorschlägen durch die Lande gezogen. Sie wollte niemand hören. Und im Gegensatz dazu, so wie du es beschreibst, angeblich die Schulden, die bösen, bösen Schulden sind das riesen, riesen Problem. Siehst du da Veränderungen eigentlich? Ich glaube, es gibt jetzt schon eine Veränderung, weil die Leute ja mitbekommen, was auf einmal geht in der Krise. Natürlich kommen viele der versprochenen Hilfsgelder momentan bei den Leuten nicht an, weil sie bestimmte Voraussetzungen nicht erfüllen, gerade die Selbstständigen, da werden viele Gelder nicht abgerufen. Novemberhilfe hieß dann Dezemberhilfe, war einmal Januarhilfe oder zu Späthilfe. Fließt nicht, aber bei der Lufthansa zum Beispiel waren ja sehr schnell die Milliarden da. Und die Leute bekommen das ja mit. Und genau das ist die Angst bestimmter Politiker. Also Friedrich Merz zum Beispiel, der hat mal gesagt, ja, die Leute gewöhnen sich jetzt daran. Die liegen jetzt quasi alle auf der faulen Haut und entspannen im Homeoffice. Ich habe einen anderen Eindruck. Viele Leute sind da ziemlich unter Stress. Aber trotzdem haben die jetzt Angst, dass die Leute irgendwie merken, ja, diese ganzen Entbehrungen, dass man uns immer gesagt hat, wir müssen den Gürtel enger schnallen. Das ist ja gar nicht so, wenn es drauf ankommt. Und da muss ich vielleicht etwas technisch werden. Wir hatten nach der Finanzkrise ja schon mal einen relativ hohen Schuldenstand. Und heute ist der Schuldenstand trotz dieser vielen Corona-Milliarden, die absoluten Zahlen, die klingen natürlich völlig Wahnsinn. Aber wenn ich das ins Verhältnis setze zu unserer Wirtschaftskraft, ist momentan die sogenannte Schuldenstandsquote, also die Schulden im Verhältnis zur Wirtschaftskraft, die sind geringer als nach der letzten Finanzkrise und die Zinsbelastungen sind viel geringer. Und wir sind damals im Prinzip bequem da rausgewachsen, wenn man so will, weil sich die Wirtschaft eben besser entwickelt hat, als das Zinsniveau war. Und das ist so eine einfache ökonomische Faustformel. Wenn eine Wirtschaft stärker wächst als das Zinsniveau, dann geht der Schuldenstand zurück. Und deswegen können wir auch aus diesen Corona-Schulden eigentlich relativ bequem hinausspazieren, vor allem, wenn wir sie jetzt nicht in 20 Jahren abstottern, sondern vielleicht in 50 oder 100 Jahren. Das hat man früher übrigens in Kriegen so gemacht, immer mit sogenannten Kriegsanleihen. Ich mag diesen Begriff nicht, aber ich will einfach nur damit sagen, wir können sozusagen aus diesen Schulden natürlich raus. Aber eins ist ganz, ganz wichtig. Ich finde auch, um das jetzt mal ganz praktisch zu machen, weil wir auch ein bisschen über Corona sprechen. Ich bin jetzt kein Gesundheitsexperte, aber wir haben ja jetzt alle zum Beispiel dieses Chaos mit dem Impfstoff gesehen. Und ein Problem ist, dass die Investoren, die in Pharmakonzerne investieren, die haben kein Interesse daran, jetzt ganz viele Fabriken aufzubauen und möglichst viel Impfstoff zu produzieren, sodass wir möglichst schnell die Leute impfen können. Jetzt sage ich nicht, dass Impfstoff herstellen so leicht ist wie eine Coca-Cola. Das ist schon etwas komplizierter. Aber es gibt viele, auch weltweit, Firmen in Indien etc., die sind zum Beispiel darauf spezialisiert, so etwas herzustellen. In Südafrika, ein Land, zu dem ich viele Beziehungen habe, kommen viele Menschen nicht an den Impfstoff. Dort gibt es weitere Mutationen. Also wäre es jetzt ökonomisch sinnvoll, möglichst viel Geld reinzupumpen, viele Fabriken zu bauen, die jetzt Impfstoff produzieren. Und genau das ist aber nicht im Interesse der Investoren, weil dann diese Fabriken irgendwann ungenutzt rumstehen. Und deswegen ist es für die viel gemütlicher, wenn wir langsam den Impfstoff ausrollen und sie dann auch höhere Preise dafür erzielen und man mit weniger Fabriken arbeitet. Und deswegen gibt es Ökonomen, die sagen, wir müssten jetzt einerseits an die Patente ran, an die Impfstoffpatente, die sind ja mit viel öffentlichen Geldern entwickelt worden, und eben mehr Unternehmen reinbringen mit auch öffentlicher, staatlicher Regie, mit öffentlichen Beihilfen, die diesen Impfstoff produzieren. Und das würde natürlich jetzt erstmal Geld kosten. Aber es wäre ja ökonomisch, sozial, weil wir Menschenleben retten,
sehr, sehr viel billiger, weil wir in kürzerer Zeit eben Menschen impfen können. Das ist so ein Beispiel, wie etwas, was erstmal toll klingt, Schuldenbremse, gar nicht die Schulden bremst, sondern am Ende zu größeren ökonomischen, sozialen Verwüstungen führt, genauso wie der Kürzungswahn in der Pflege beispielsweise. Also Schuldenbremse ist im Kern gar keine wirkliche Schuldenbremse, weil die Schuldenstandsquote davon gar nicht unbedingt negativ betroffen sein muss. Es ist eine Investitionsbremse, es ist eine Wohlstandsbremse, es ist eine Bremse auch zum Teil für das Überleben von Menschen, so zynisch wie es klingt. Da kommen wir dann natürlich in den Bereich Kapitalismuskritik. Kapitalismus in Zeiten von Corona und was kommt danach? Das ist die Frage, die wir ja heute behandeln. Einerseits, wie gesagt, utopisch. Andererseits, was wäre jetzt eigentlich von unserer Seite aus zu tun nach Corona, wenn wir den Impfstoff haben, wenn wir die Menschen geimpft haben, wenn wir uns wieder treffen können, aber wenn wir auch anders wirtschaften wollen als wie bisher. Als wie bisher sagt man nicht, als bisher. Ja, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, Jörg, weil wir ja ein Stück weit auch schon vor Corona in sehr starken Umbrüchen waren. Wenn wir zum Beispiel, wir haben jetzt erlebt, dass Donald Trump ausgezogen ist aus dem Weißen Haus. Aber der Aufstieg Donald Trumps, der begann auch mit der Finanzkrise, als viele Menschen ihre Häuser verloren haben, in die sogenannten Trailer Parks in den USA gezogen sind und es einen Teil gab, auch von Arbeitern im industrialisierten Rust Belt der USA, die sich Trump zugewendet haben. Und wenn wir verhindern wollen, dass wir in Deutschland auch weiter tiefere Spaltungen erleben, müssen wir natürlich, können wir nicht nur sagen, wir wollen zum Beispiel die Klimakatastrophe abwenden, was selbstverständlich erforderlich ist, sondern wir müssen natürlich auch sagen, wo schaffen wir neue Jobs beispielsweise, die auch Sinn stiften? Was wollen wir eigentlich produzieren? Also wollen wir eine Wirtschaft, in der, weiß ich nicht, 15 unterschiedliche Lieferservices Pizza durch die Stadt bringen, während die anderen sich kaputt rackern, irgendwo bei Facebook und Co. 14, 16 Stunden Schichten schieben und die anderen machen, sagen die Billigjobs. Ist das eigentlich eine sinnvolle Verwendung unserer Ressourcen? Wollen wir, dass Amazon mit halbleeren Autos durch die Innenstädte brettert, um elektronische Zahnbürsten innerhalb von 24 Stunden auszuliefern, während in manchen Dörfern kein Bus fährt und die Leute aufs Auto angewiesen sind? Also das sind ja alles solche Fragen, die erledigt der Markt nicht von alleine, wie wir jetzt in der Pandemie zum Beispiel gesehen haben. Wollen wir weiter den Pflegenotstand in Deutschland und wollen wir, dass Google, Facebook oder sonst wer darüber entscheidet, was wir lesen und denken, weil wir ja mittlerweile auch die Nachrichten, die uns angezeigt werden, über Algorithmen gesteuert werden. All das sind wichtige Fragen, mit denen wir uns befassen müssen. Und deswegen, glaube ich, ist dieser ganze Punkt der digitalen Wirtschaft sehr wichtig und dass wir eine öffentliche digitale Infrastruktur bekommen. Wir können den Menschen nicht verbieten, auf Google zu gehen. Das werden sie weitermachen. Das mache ich auch, wenn ich etwas suche, weil ich weiß, das ist eine gute Suchmaschine, wo ich etwas finde. Aber wir bräuchten eigentlich auch öffentlich-rechtliche Angebote, weil, ich sage mal, Facebook oder sowas, das wird irgendwann Teil der Infrastruktur. Irgendwann habe ich gar keinen, früher, wir kennen das vielleicht noch aus dem Nicht-Handy-Zeitalter, jetzt für die jüngeren Zuhörer weit, weit weg, aber du und ich, wir kennen das sicherlich noch, als wir noch Telefonnummern im Kopf hatten, weil es noch keine Handys gab. Dann kamen die Handys, hatten wir Telefonnummern irgendwann nicht mehr im Kopf. Irgendwann haben die Leute ihre Kontakte auf Facebook. Und irgendwann findet soziales Leben dort in dem Sinne statt, dass man Nachrichten nur noch dort liest. Und das gibt diesen Konzern eine ungeheure Macht über unser öffentliches Leben. Und deswegen, finde ich, müssen wir darüber sprechen, wie wir eine digitale Infrastruktur aufbauen. Du hast ja erwähnt, dass ich zu Wirecard zum Beispiel arbeite. Wirecard ist ja gar nicht jetzt nur dieser ganze True Crime um Jan Marschalek, den flüchtigen Manager und so. Das sind alles interessante Details. Aber eigentlich sind solche Finanzskandale immer ein Fenster in unsere Zeit. So wie Lehman Brothers ein Fenster in die Finanzkrise war damals, ist Wirecard sagen ein Fenster in dieses digitale Zeitalter, weil alle, also nicht alle, aber viele haben Wirecard geglaubt, weil sie gesagt haben, ja, die wickeln ja Zahlungen im Internet ab. Und da jetzt alle Leute immer im Internet shoppen gehen und so, kann das ja nur ein erfolgreiches Unternehmen sein. Und dahinter steht ja dann eigentlich, wie sehr sozusagen wir uns durch diese neuen Märchen blenden lassen und warum es wichtig ist, dass wir uns zum Beispiel auch darum kümmern, wenn Facebook jetzt anfängt, eigenes Geld herauszugeben und auf einmal viel größer und mächtiger wird als die Deutsche Bank. Und
will auf den Finanzmarkt drängen mit eigenem Geld und die haben 2,7 Milliarden Menschen, Drittel der Menschheit, sagen als Kunden, dann kriegen die eine enorme Macht über Demokratie, über die Wirtschaft. Und um das zu verhindern, finde ich, brauchen wir öffentliche Investitionen in eine Infrastruktur, die eben von uns auch demokratisch kontrolliert wird, wo wir unser eigenes Datenschutzniveau haben, wo wir klar machen, dass nicht irgendein Facebook-Algorithmus darüber entscheidet, welche Nachrichten wir lesen und so weiter und so fort, aber auch, um zum Beispiel neue Jobs zu schaffen für die Menschen, die jetzt vielleicht deren klassische Jobs in der Industrie unter Druck, unter Stress geraten, weil vielleicht nicht mehr so viele Flugzeuge gebaut werden oder ähnliches. Auch die werden jetzt nicht morgen sicherlich Ballettlehrer oder so werden wollen, aber die haben ja ungeheures Potenzial, technische Fähigkeiten und die müssen wir nutzen. Also um es mal so konkret zu machen, öffentliche Internetplattformen, öffentliche Datenverbindungen, Breitband für alle, überall zugänglich und im Übrigen auch auf Plattformen, die dann öffentlich verwaltet werden, vielleicht sogar Telefonanbieter, die öffentlich sind, der Vorrang für das Öffentliche überall, das wäre so eine Idee von dir, wenn es mal konkret werden soll? Ja, beispielsweise, also wir haben ja Länder, wo man zumindest gesagt hat, wenn man jetzt das Internet oder so ausbaut und irgendwelche Konzessionen an Privatunternehmen gibt, dann sind die zumindest verpflichtet, dass das in jedes Dorf kommt und sie sich eben nicht nur die Schokolade rauspicken aus dem Kuchen. Und genau das müssen wir auch machen. Das sind öffentliche Aufgaben, weil es geht um unsere Infrastruktur. Und das Internet ist natürlich nur ein Teil davon. Also wir müssen uns auch um die Menschen kümmern, die nichts mit Internet am Hut haben. Die Menschen, die jetzt in Hamburg zum Beispiel, haben wir Airbus, einen großen Flugzeugbauer. Da gehen natürlich die Aufträge runter. Und da hängt ja nicht nur ein Job dran. Da sind ganze Familien, die haben da ihre Kinder, die treffen sich mit den Nachbarn, die haben da ihre Häuschen gebaut. Ein Stück weit ihr ganzes Leben, ihre Identität, die kreist eben natürlich auch um ihre Lebensplanung, die eben an ihrem Job hängt. Und wenn das wegbricht, dann bricht bei den Leuten natürlich so viel Selbstverständliches weg, wie wir das jetzt alle als Stress auch in der Corona-Krise erleben. Und das macht etwas mit den Leuten. Und wenn wir wollen, dass eben diese Leute nicht wütend werden, resignieren und sagen, die Politik, da kümmert sich niemand mehr um uns und ausschalten und sich auch selber nicht mehr beteiligen an Politik, das ist ja vor allem das Wichtige, dann haben wir ein fettes Problem in Deutschland. Und deswegen finde ich, müssen wir auch dort eben beantworten, wie wir durch große, auch staatliche Investitionen, ich sage mal die Schlüsseltechnologien der Zukunft, wieder neue, gute Jobs schaffen, weil natürlich die Wirtschaft in einem enormen Umbruch ist. Aber es ist ja nicht so, dass uns die Arbeit ausgeht, sondern sie ist auch falsch verteilt. Es gibt Menschen, die sich kaputt schuften, andere werden depressiv, weil sie keine sozialen Kontakte mehr haben, weil sie in der Arbeitslosigkeit verharren. Und das sind alles auch wichtige öffentliche Aufgaben. Also du hast es jetzt an einigen Beispielen durchdekliniert, der Vorrang fürs Öffentliche gibt es ja auch im Gesundheitsbereich etwa oder bei der Frage, wie wir eigentlich vom Individualverkehr wegkommen zu neuen klimanützlichen, nicht klimaschädlichen Fortbewegungsformen. Alles Punkte, wo wir das Geld einsetzen wollen für Investitionen, das ist unser Ziel. Ja, ich möchte mal ein Beispiel machen, weil ich finde, das mit dem Verkehr, da kann man das immer sehr gut dran erklären. Es gab vor einiger Zeit, vor der Corona-Krise, mal eine intensive Diskussion um eine sogenannte CO2-Steuer in Deutschland. Das heißt, man hat überlegt, ob man jetzt, ich sage es jetzt vereinfacht, das Autofahren teurer macht, um den ökologischen Wandel voranzubringen. Das Problem ist aber, Leute wie ich, die jetzt das Einkommen eines Abgeordneten haben, die kratzt so eine CO2-Steuer gar nicht. Und andere, die sich die Miete in der Innenstadt nicht mehr leisten können und von ihren Dörfern irgendwie der Arbeit quasi nachreisen müssen, die haben oft keine vernünftigen öffentlichen Verkehrsanbindungen. Das heißt, das Pferd ist von hinten aufgezäumt. Man muss also zunächst zum Beispiel dafür sorgen, dass auch auf dem Land ein Bus fährt. Das ist eine öffentliche Aufgabe und das ist etwas, was wir nicht einfach darüber lösen können, dass wir jetzt einfach sagen, machen eine CO2-Abgabe. Oder der Professor, der vielleicht ein hohes ökologisches Bewusstsein hat, ja, und ich sage mal jetzt in Berlin oder so im Prenzlauer Berg wohnt, aber der vielleicht zur Entspannung dreimal im Jahr nach Fuerteventura fliegt oder so, der hat unter Umständen einen viel höheren ökologischen Fußabdruck.
als ein Malocher im Wedding, der sagt, mir ist die Mülltrennung egal. Das heißt, die Frage auch von Ungleichheit spielt auch eine Rolle, auch in der Frage zum Beispiel des ökologischen Wandels. Und deswegen reicht es nicht, den Zeigefinger zu erheben und den Leuten sozusagen zu sagen, ihr verhaltet euch nicht gut oder so, sondern dann muss man die Infrastruktur schaffen, die Voraussetzungen schaffen, der Staat, dass die Leute überhaupt ihre Verhalten ändern können. Und das ist eben ungeheuer wichtig. Und wenn man das nicht macht, dann erzeugt man Gegenreaktionen. Wir haben, glaube ich, über 5000 Bahnkilometer in den letzten Jahren abgebaut. Da braucht man den Leuten nichts über Ökologie erzählen, wenn man gleichzeitig die Bahn immer mehr zum Beispiel ausdünnt. Und das sind alles wichtige öffentliche Aufgaben. Und der Markt regelt das eben nicht. Also kein moralischer Zeigefinger, sondern Kritik der politischen Ökonomie, ein anderes Wirtschaften und kein schlechtes Gewissen. Darum geht es uns Linken. Der Kapitalismus kann nicht so bleiben, wie er ist. Er kann vor allen Dingen auch nicht zurück, so wie er war nach der Corona-Krise. So entnehme ich das. Jetzt habe ich zwei Fragen, die von Zuschauerinnen und Zuschauern gestellt werden. Thomas. Ja, ich kann sagen, dass wir jetzt zumindest zwei konkrete Wortmeldungen haben. Und ich würde sagen, bevor wir mit den schriftlichen Fragen weitermachen, wir erstmal den User Sepp hier zu uns nehmen. Sepp, du wirst jetzt sozusagen hier, bei Zoom heißt das so schön, befördert. Das heißt, du kannst nun deinen Beitrag halten und dann können Fabio und Jörg darauf eingehen. Also Sepp, du musst das Video nicht anmachen, du schon. Hallo, wir hören dich. Mein Name ist Basti, ich bin 26 aus München. Ich habe 7 Punkte aufgeschrieben. Jetzt weiß ich nicht, wie ihr das handhaben wollt, ob wir uns dann einfach abwechseln sollen. Vielleicht fängst du mit den ersten zwei Fragen an, weil die anderen wollen vielleicht mal hier zu Wort kommen. Und es sind nicht alle Fragen tatsächlich zu danach, sondern ein paar auch zu jetzt. Ich weiß nicht, ob das okay für euch ist. Mach mal los. Okay. Also ich merke im Moment, zumindest lokal, eine krasse Spaltung noch mehr und eine krasse Zurückgang der Leute, die quasi hinter den aktuellen Regeln stehen, weil zum Beispiel die 21-Uhr-Regel bei uns regional ja gilt, aber man nicht mehr das Gefühl hat, dass die regierende Partei dort tatsächlich das noch an eine Inzidenz bindet. Also außer an die 50, die wir bundesweit erhalten wollen. Das Zweite ist, ich finde es sehr fragwürdig, dass die Erhöhung der Hartz-IV Bedürfnisse in der Pandemie quasi nicht durchgegangen ist. Kommt da von der Linken im Bundestag noch mal was dazu? Das wären jetzt die ersten zwei. Ja, also zum Thema Hartz IV gibt es auf jeden Fall von uns eine strikte Forderung nach kurzfristiger Erhöhung der Regelsätze. Wir wollen einen Regelsatz, der tatsächlich bedarfsdeckend ist, der ist deutlich über 600 Euro und kurzfristig, solange die Corona-Pandemie andauert, solange muss es auch auf jeden Fall einen Zuschlag auf die dann jetzt aktuell anfallenden Sonderkosten geben. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, den wir als Linke jetzt in der aktuellen Situation haben wollen. Und Fabio, du kannst vielleicht gleich weitermachen. Ja, ich kann dazu auch sagen, dass wir das natürlich mehrfach bereits im Bundestag auch beantragt haben. Es ist eben auch mehrfach abgelehnt worden und wir hängen das meistens dann an die Haushaltsberatung auf. Wir fordern das immer wieder und wir haben natürlich jetzt in der Corona-Krise immer nur begrenzte Möglichkeiten, bestimmte Tagesordnungspunkte aufzusetzen, aber es ist eine durchgehende Forderung von uns, für die wir uns natürlich vollkommen klar auch stark machen. Witzigerweise gab es mal in den letzten, oder witzig ist das gar nicht für die Betroffenen, aber es hat einen bitteren Nachgeschmack. Es gab ein Flugblatt der CDU, glaube ich, in der sie quasi das, was sie jetzt in der Corona-Krise beschlossen hatten, drauf hatten. Da war so ein Pandemiezuschlag drin. Die hatten das nämlich irgendwie intern vereinbart und dann ist es wieder rausgefallen. Sie haben es aber im Flugblatt nicht geändert und das Flugblatt kam an die Öffentlichkeit. Also daran sieht man, dass doch es möglich wäre, wenn der entsprechende Druck auch noch größer wäre. Und das andere, also ich kann jetzt zu den einzelnen Regeln in den Bundesländern wenig sagen. Ich bin auch kein Virologe. Was ich sagen kann, ist, dass ich sehr gut verstehe, wenn natürlich der Konsens für bestimmte Regeln bröckelt, wenn zum Beispiel, um mal ein Beispiel zu nennen, man dann in der Krise gesagt hat, man macht jetzt Restaurants mit Hygieneplänen zu, aber hat gleichzeitig einen verkaufsoffenen Sonntag. Ja? Und die Leute rennen alle zum Black Friday. Das versteht natürlich kein Mensch mehr. Oder wenn auch das Recht auf Homeoffice nicht wirklich durchgesetzt wird gegenüber Arbeitgebern.
und die Leute eben gedrängt in Bus und Bahn stehen, dann verspielt man sozusagen auch das Vertrauen, was vielleicht da war, dass wir jetzt alle uns für eine Zeit einschränken müssen. Und total wichtig ist eben aus meiner Sicht, dass man erstens den Pflegenotstand auch strukturell angeht, denn wir treffen diese Maßnahmen ja auch, weil es Überlastung im Gesundheitswesen gibt. Und da hat sich eben für die Betroffenen sehr wenig geändert. Und dass wir zweitens natürlich, ich habe das vorhin schon angesprochen, zum Beispiel jetzt dafür sorgen, dass die Impfstoffproduktion anläuft. Also wir haben so eine Spaltung in Deutschland. Da sind die einen die Querdenker, die da irgendwelches Zeug erzählen. Und dann haben wir diejenigen, die manchmal so ein bisschen missionarisch zu den Leuten gehen und sagen, hast du heute Morgen schon den Drosten-Podcast gehört? Und sitzt deine Maske jetzt millimetergenau auf der Nase? Ich finde beides falsch. Ich finde, dass beides die Spaltung vertieft. Und natürlich ist es legitim, auch das Management der Bundesregierung in der Corona-Krise zu kritisieren. Das müssen wir auch. Weil es gibt ja ein großes demokratisches Problem. Die Bundesregierung denkt, sie kann jetzt möglichst im Windschatten der Corona-Krise gemütlich in die nächsten Wahlen schlittern. Dann haben die großen Parteien Vorteil, die Unternehmensspenden bekommen, die können große Anzeigenkampagnen schalten. Und weil sie halt immer verkünden und im Fernsehen und die Schecks verteilen. Das ist für sie eigentlich eine ganz gemütliche Situation. Und deswegen ist es falsch, wenn zum Beispiel über die Impfstoffstrategie nur Jens Spahn entscheidet, dann macht er irgendwelche komischen Deals mit irgendwelchen CDU-Lobbyisten für Schutzmasken und verkorkst das alles, weil er irgendwelche Hinterzimmer-Deals macht, sondern da muss der Bundestag natürlich frühzeitig mit sowas befasst werden. Da müssen Experten dabei sein, da muss man kritisch drüber diskutieren. Nur dann schafft man auch Akzeptanz für bestimmte Regeln und kann bestimmten Schwachsinn sozusagen auch abstellen. Also warum wurden zum Beispiel die Milliarden auf dem Konto der Lufthansa, die waren da schon drauf, bevor überhaupt der Beschluss gefasst wurde, gefühlt, ja, im Bundestag. Und es wurde nichts für Luftfilter in Schulen getan. Und dass man das kritisiert, das ist auch völlig legitim und auch notwendig. Das heißt aber nicht, dass man jetzt deswegen Corona leugnen sollte. Das ist natürlich ein ernstes Problem. Ja, also es geht jetzt, wir haben jetzt noch weitere Fragen und ich würde jetzt erstmal ein paar schriftliche Fragen einbringen. Darüber hinaus gibt es dann sozusagen auch noch weitere Wortmeldungen, die wir hier auch noch haben. Also es wird hier sehr leidenschaftlich diskutiert, das ist natürlich sehr schön. Ein User, der sich Thomas nennt, schreibt, warum nur die in unserem Land und nicht nur die, also es geht um Steuern zahlen, die hier Geld verdienen, aber keine Steuern zahlen. Jeder, der hier Geld verdient, sollte seine Gewinne auch in dem Land versteuern, wo Gewinne gemacht werden, also keine Steueroasen, also der Komplex Besteuerung in welchem Land und Steueroasen. Dann haben wir noch Gudrun, die schreibt, das geht wiederum eher sozusagen in Richtung auch in die Pandemiediskussion. Warum kümmert sich keiner um Gesundheitsförderung, um die Gefahr für Risikogruppen zu mindern? Das ist sicherlich auch nochmal ein Thema und ich schaue jetzt auch nochmal in den Chat. Michael Frey fragt, der User Michael Frey fragt, wie erklärt ihr euch, dass der DGB nach der Finanzkrise 2008 folgende und noch für eine Vermögensabgabe war und jetzt nach der Corona-Krise nicht mehr? Auch DGB-nahe Ökonomen wie Gustav Horn, der ja auch schon mal hier war, oder Achim Truger sprechen sich dagegen aus. Wie schätzt ihr das ein? Also da haben wir jetzt, glaube ich, nochmal drei Fragen. Einmal Steueroasen, einmal nochmal Gesundheitsfrage. Uns auch kümmert sich damit niemand drum. Und einmal nochmal DGB und das Verhältnis zur Vermögensabgabe. Das sind jetzt nochmal drei Inputs und danach machen wir danach nochmal weiter mit einer Wortmeldung. Ich weiß nicht, Jörg, ob ich kurz darauf eingehen soll. Beginnst du zuerst, ich komme dann rein. Mhm. Okay, also erstmal, ich fange mal hintenrum an mit der Vermögensabgabe. Die Vermögensabgabe ist ja eine einmalige Abgabe in einer besonderen Lastensituation. Die gab es schon mal nach dem Zweiten Weltkrieg. Die wird einmal gezahlt, aber dann zum Beispiel unser Vorschlag, so wie jetzt die Tilgungsfrist der Schuldenbremse, der Corona-Kredite über 20 Jahre abbezahlt. Deswegen ist zum Beispiel eine Vermögensabgabe von 30%, sagen wir mal, in der Spitze ab 100 Millionen Euro pro Jahr ist das nur 1,5%, ja, weil ich das über 20 Jahre verteile. Diese Vermögensabgabe ist ein besonderes Instrument. Wir haben aber immer auch eine langfristige Vermögensteuer für Millionäre und Milliardäre gefordert. Und die geht eben an die Länder, die geht nicht an den Bund. Und die brauchen wir auch dauerhaft. Mir ist nicht bekannt, ich kenne Achim Truger gut, ich kenne auch Gustav Horn und andere, dass sie prinzipiell gegen eine Vermögensabgabe wären, sondern
ich kann mir vorstellen, dass Gustav Horn gesagt hat, er findet, man solle jetzt nicht sagen, wir brauchen die Vermögensabgabe, um die Staatsschulden zu finanzieren, zu bezahlen. Weil das haben wir ja am Anfang versucht zu erläutern. Die Staatsschulden sind gar nicht so dramatisch. Wir sagen nur, wenn man jetzt zur Schuldenbremse zurückkehrt und bevor man dann wieder den kleinen Leuten ins Portemonnaie greift, die den Laden am Laufen halten, dann lieber eine Vermögensabgabe. Und die Vermögenssteuer, die fordern wir sowieso. Und die fordert eben auch der DGB. In diesem Artikel, der eben jetzt eine Rolle gespielt hat, den wir nicht alle gelesen haben, in der FAZ mit dem Pferdeflüsterer Herrn Habeck und mit dem DGB-Vorsitzenden Herrn Hoffmann, da geht es sozusagen um eher darum, dass Sie sagen, Sie seien ja auch für eine Besteuerung von Vermögen, aber nicht jetzt. Jetzt sei sozusagen Corona-Krise. Übrigens, wenn wir die Vermögensabgabe einführen, ist sie auch nicht morgen da. Ja, das muss ja irgendjemand die Finanzverwaltung umsetzen. Das wäre also wahrscheinlich auch erst, wenn die Krise jetzt akut vorbei wäre. Also das sehe ich nicht so, dass sich der DGB jetzt von der Vermögensbesteuerung verabschiedet hätte, aber sie wollten so ein Signal senden an die Grünen. Hört mal zu, wenn ihr jetzt schwarz-grün macht, wenn ihr dafür sorgt, dass wir die Schuldenbremse ein bisschen aufweichen, dann reden wir nicht mehr so laut hier über die Ungleichheit und die Vermögensbesteuerung. Die Grünen übrigens haben lange gebraucht, um überhaupt ihre Position klar zu bekommen, zur Schuldenbremse auch. Das ist, glaube ich, eher die Botschaft, die davon ausging. Also sie haben sich nicht offiziell davon verabschiedet, sondern sie wollen das jetzt nicht mehr so hochspielen, damit sie die Grünen nicht in Verlegenheit bringen. Und das ist eben oft so leider in der Politik, dass man dann irgendwas erzählt und nach der Wahl will man sich dann nicht mehr mit den wirklich Wirtschaftsmächtigen anlegen. Und bei der Linken ist halt immer klar, deswegen kriegen wir ja keine Parteispenden von Unternehmen, wir wollen sie auch nicht, aber wir würden sie auch gar nicht bekommen, weil wir uns eben mit den Quants und Klappens in diesem Land anlegen. Dann zur Frage der Steuern. Ja, das ist sehr gut, dass das angesprochen wird. Also Amazon zum Beispiel oder Google, die machen ja erhebliche Gewinne auch hier, aber versteuern die nicht hier. Mit verschiedenen Tricks, wie sie innerhalb eines Unternehmens dann über künstliche Kredite und Lizenzgebühren ihre Gewinne quasi wie Amazon-Pakete über Ländergrenzen schieben. Und deswegen sagen wir, wollen wir zum Beispiel, wenn in den Ländern, wohin das Geld fließt, ein bestimmtes Besteuerungsniveau nicht gewährleistet ist, also wenn das Geld in Steueroasen fließt, eine sogenannte Quellen- oder Strafsteuer. Das heißt, das Geld ist ja hier, das wird ja hier verdient und wird dann rübergeschoben, vereinfacht gesprochen. Und dafür gibt es eine sogenannte Quellenbesteuerung. Und das fordern wir seit langem. Und wir wollen eben auch, dass die digitalen Umsätze eine Rolle spielen. Also Google macht ja zum Beispiel mit unseren Nutzerdaten Geld. Also viele sagen ja, Facebook oder so ist kostenlos, ist nicht kostenlos. Also wenn etwas kostenlos ist, seid immer ihr das Produkt. Die arbeiten mit euren Daten. Und mit diesen Daten machen sie natürlich Gewinne. Und man könnte zum Beispiel sagen, wenn ein bestimmter Prozentsatz ihrer Erlöse hier mit Nutzerdaten gemacht wird, man weiß ja ungefähr, wie viele Leute in Deutschland zum Beispiel Google oder so nutzen, dann muss eben auch ein bestimmter Anteil der Gewinne hier versteuert werden. Das machen wir sehr laut und wir fordern als ersten Schritt eine sogenannte länderspezifische Berichtspflicht. Das heißt, dass alle Unternehmen, die eine bestimmte Größe haben, große Konzerne, klar machen müssen, wie hoch sind ihre Gewinne, ihre bezahlten Steuern, der Anzahl ihrer Beschäftigten für jedes Land. Und wenn ich dann zum Beispiel sehe, in Deutschland machen sie sehr hohe Umsätze und haben viel mehr Beschäftigte und in Luxemburg haben sie nur einen Briefkasten oder so und nur einen Anrufbeantworter stehen, aber da fallen komischerweise angeblich die ganzen Gewinne an und sollen dort versteuert werden, dann merkt man, da ist etwas faul. Und diese öffentliche Transparenzpflicht, die hat am Ende sogar Jean-Claude Juncker, der Pate der Steueroase Luxemburg, unterstützt. Die haben zahlreiche europäische Regierungen unterstützt. Bei den Banken und im Rohstoffsektor ist das sogar schon gängig. Aber die Bundesregierung hat es in Brüssel verhindert. Sie hat nicht mehr zugelassen, dass es auf die Tagesordnung kommt. Und das zeigt, dass eben die Bundesregierung im Zweifel Politik für Amazon und Co. und eben für die Quants und Klappens macht und nicht für die große Mehrheit der Bevölkerung. Ja, ich will vielleicht direkt dran anschließen. Wenn wir über Steuern reden, und das tun wir ja heute hier, dann reden wir ja bei Lichte betrachtet auch immer darüber, dass die Gesellschaft über die Wertschöpfung verfügen möchte. Und dann wird es natürlich ein bisschen, sagen wir mal, dann geht es hart zu. Dann geht es hart zur Sache. Dann geht es darum, ob tatsächlich Leute Dinge behalten dürfen, die ihnen eigentlich so betrachtet gar nicht gehören. Wenn es also darum geht, dass die Wertschöpfung von vielen erbracht wird, aber nur wenigen zufließt, dann
wird es sozusagen knifflig. Und gerade wenn es um Steuern geht, brauchen wir dann auch, wenn die Unternehmen sich in den internationalen Bereich verlegen, wenn sie sich also über diese Frage Steuervermeidungstechniken, Steuertricks, Steueroasen ihrer Pflicht entziehen wollen, müssen wir sie wieder dazu bekommen, dass sie Steuern zahlen. Fabio hat ja verschiedene Möglichkeiten dafür benannt. Und einen zweiten Punkt will ich benennen, wenn es um die Frage geht, Vermögensabgabe und DGB und so weiter. Wenn wir über Vermögensabgabe reden, würde ich sagen, geht es im Kern ja auch um eine Notoperation. Es geht sozusagen darum, dass wir in der Situation, in der die Schuldenbremse im Gesetz steht, wir sagen, wenn das so ist und solange das so ist, haben wir keine andere Möglichkeit, wenn wir die Investitionen stemmen wollen, sie über die Vermögensabgabe, und Fabio hat zu Recht gesagt, die ja auch nicht sofort zur Verfügung steht, einzuholen. Aber eigentlich geht es doch um was anderes. Wir wollen die Abschaffung der Schuldenbremse, weil das natürlich der viel nachhaltigere, der viel sinnvollere, der viel dauerhaft demokratischere Weg ist, wenn die Gesellschaft nämlich darüber entscheidet, wie und in welchem Maße sie Steuern erhebt, im Übrigen aber auch Verschuldung und Schuldenquote und Ähnliches im Verhältnis zu den Investitionen setzt. Das ist das eigentlich viel bessere Argument. Ich würde folgenden Deal vorschlagen. Wir können die Vermögensabgabe gern lassen, wenn die Schuldenbremse weg ist. So, jetzt haben wir noch eine weitere Wortmeldung. Wir nähern uns ja langsam auch schon der Dreiviertelstunde, die wir diskutieren wollen. Ihr habt unglaublich viel diskutiert. Die Facebook-User sind noch gar nicht reingekommen, deswegen wäre mein Vorschlag, dass wir jetzt erstmal mit Ihnen zu uns lassen. Jetzt muss ich Sie kurz suchen. Da haben wir Sie. Sie wollte mit uns direkt diskutieren. Mit Ihnen müsste jetzt hier gleich reinkommen. Da kommt sie. Hallo, Melin. Und deine Frage und dein Statement, da würde ich vorschlagen, dass ich, nachdem ihr auf sie geantwortet habt, noch drei Sachen aus Facebook einbringe und dann, glaube ich, kommen wir dann bald auch zu einem Ende. Melin, du hast das Wort. Du musst das Mikrofon natürlich anmachen. Du bist noch stumm geschaltet. Ja, hallo. Hallo. Schönen Abend, die drei Männer hier aus Bremen. Also vieles wurde schon gesagt. Ich versuche mich nicht zu wiederholen oder die anderen zu wiederholen, was aktuell die Corona-Maßnahmen betrifft. Also viele kleine Unternehmen wurden dicht gemacht und die, finde ich, haben für die Krise schon bezahlt. Vielleicht viele werden Konkurs melden. Und warum die Großbetriebe, also die jetzt nicht aktuell laufen müssen, zum Beispiel Autoindustrie, Waffenfabriken hier in Bremen, als direkte Beispiel Mercedes-Benz oder Atlas Elektronik, der Waffen produziert. Und warum werden diese großen Betriebe nicht dicht gemacht? Weil die Arbeiterklasse ist wieder davon betroffen, indem die vollgestopfte öffentliche Verkehrs nehmen und da am Band arbeiten und wieder zurückkommen. Also so können wir ja nicht Zero-Covid schaffen, niemals. Erste Frage wäre das. Und zweitens, ob die Linke plant, nach der Krise, also jetzt sind sowieso wieder die Armen betroffen, ob die für geringfügige Verdiener, zum Beispiel Corona-Helden, Gesundheitspersonal und alles Mögliche, eine Corona Zuschlag, also direkt erlassen könnte oder ernennen könnte, weil sonst kommen die aus der Krise nicht raus. Also die Schere geht immer auseinander, die Armen sind betroffen und jetzt auch die Studenten finden, ich habe zwei große Kinder, die Studenten sind, die finden keine Arbeit. Also warum macht die Linke auch dafür die Studenten nichts? Dankeschön, erstmal, das war's. Gut, also vielleicht direkt zum letzten Punkt, wenn es um Corona-Zuschlag geht. Natürlich, die Pflegekräfte brauchen sofort einen Corona-Zuschlag. Das ist auch das, was wir bereits beim ersten Lockdown gefordert haben, 500 Euro für die Pflegekräfte. 70% haben es nicht bekommen, sondern groß angekündigt, ein ganz viel Klatschen, aber am Ende wenig in der Lohntüte. Das war schon eigentlich ein Skandal. Und wenn wir jetzt von zweiten Lockdown reden,
dann ist unsere Forderung, dass wir in diesen Situationen für besonders gefährdete Berufe, also diejenigen, die jetzt unter Lockdown-Bedingungen Kontakt zu Menschen haben müssen, weil es einfach notwendig ist, dass es da einen Erschwerniszuschlag gibt, entsprechend des Nachtzuschlags, entsprechend auch anderer Regelungen. Das ist auch möglich, das ist überhaupt kein Problem, das kann man tariflich, das kann man aber auch gesetzlich möglich machen. Das finde ich auf jeden Fall eine sinnvolle Geschichte. Und jetzt vielleicht Fabio. Ja, dann greife ich mal auf, was am Anfang mit den Arbeitern an den Fließbändern angesprochen wurde und den großen Unternehmen. Das ist in der Tat eine der Widersprüche, die ich auch meinte. Ja, also dass Menschen in überfüllten Bussen etc. stehen und dann eben andere kleine Läden und so dicht gemacht wurden. Das Problem ist natürlich, es wird immer gesagt, ja, wir müssen ja irgendwie auch während der Krise die Wertschöpfung aufrechterhalten. Das ist immer das Argument. Und natürlich gibt es kritische Bereiche. Also wir können jetzt nicht sagen, die Beschäftigten in den Krankenhäusern, die werden jetzt alle nach Hause geschickt, oder wir können jetzt nicht sagen, dass wir jetzt die Lebensmittelproduktion beenden. Aber es gibt natürlich Produktionszweige, die jetzt nicht kritisch sind. Und da wäre tatsächlich die Frage, ob man dort nicht auch die Kapazitäten hätte nutzen können. In den USA wurde das zum Beispiel teilweise gemacht, auch in Taiwan. Da hat man gesagt am Anfang, dass man nicht genug Schutzmasken zum Beispiel hatte. Jetzt werden eben die Kapazitäten genutzt, das in der Automobilproduktion oder sonst wo ist, um bestimmtes auch teilweise medizinisches Gerät, also dort, wo das möglich ist, ja, immer einschränken dazu. Man kann nicht, man muss auch solche Firmen umrüsten, man braucht qualifiziertes Personal. Aber es gibt dort einige Möglichkeiten, die in Deutschland eben nicht genutzt wurden, weil man hätte das dann staatlich anordnen müssen. Und das ist das eine, dass man das macht. Also ich habe ja das Thema Impfstoffproduktion angesprochen. Und das andere ist, dass man dort, wo man die Menschen natürlich schützen kann und ihnen ersparen kann, dass sie in der Produktion jetzt stehen, dass sagen man sie dann auch nach Hause schickt und dass auch man sie schützt. Aber dort, wo eben wirklich Lebensnotwendiges produziert wird, auch dort darf natürlich nicht die Gesundheit der Arbeiter gefährdet werden, sondern muss das dann eben so passieren, dass auch die Abstände etc. Gewährleistet sind. Wir sehen ja zum Beispiel in der Fleischindustrie, ja, was da für Zustände waren. Das ist wichtig. Wir haben, glaube ich, eine Frage noch von vorhin vergessen. Das ist mir nur jetzt hier bei meinem Spickzettel aufgefallen, wo ich mal Notizen gemacht habe. Es wurde auch vorhin noch angesprochen, die Situation in den Pflegeheimen und der Risikogruppen. Das ist ein ganz großer Punkt. Wir haben ganz viele sogenannte Heuschrecken, die mittlerweile in Altenheime investiert sind und eine Rendite rausziehen wollen. Und die wollen natürlich alles, auch unabhängig von Corona, ist auch im Pflegebereich so, immer die Löhne drücken und möglichst wenig Personal einsetzen. Und das führt dazu, dass jetzt bei uns die alten Leute teilweise verkümmern, weil sie keine Besuche bekommen konnten, weil eben die alten Pflegeheime auch personell gar nicht mehr in der Lage waren, darauf zu achten, dass Besucher eben die Abstandsregeln einhalten, eingewiesen werden, die Hygienevorschriften eingehalten werden und so weiter und so fort. Und das sind alles auch wichtige Aufgaben, wo wir quasi in Anführungszeichen nachrüsten müssen. Das haben wir schon seit Jahren gefordert. Das fordern wir natürlich auch weiterhin nach der Krise und wir fordern sowieso eine bessere Entlohnung der Beschäftigten ja auch in der Pflege, unabhängig von der Corona-Krise. Wir haben jetzt nur in der Corona-Krise jetzt ganz aktuell auch diesen Zuschlag gefordert und natürlich ist uns auch die Situation der Studenten, der Studierenden bewusst und die haben wir auch immer wieder thematisiert. Aber wir dringen eben auch nur mit einer bestimmten Anzahl an Themen durch in dieser jetzigen Situation. Die Corona-Krise hat ja so ein bisschen auch dazu geführt, dass leider auch der öffentliche Streit, der wird zwar sehr heftig geführt über die Maßnahmen, aber ich sage mal, die politische Debatte, die ist eben auch etwas sediert worden, ja, also betäubt worden quasi. Thomas, du musst anmachen. Der Klassiker. Danke, Fabio. Ich würde jetzt noch einmal auf die Facebook-Kommentare eingehen und am Anfang immer gesagt, wenn ihr gerade lieber Facebook seid, wollt, dass dieser Talk mit den spannenden Informationen wirklich auch Verbreitung findet, auch bei euren Freunden und Bekannten Verbreitung findet, dann habt ihr die Teilen-Funktion und dann haben auch eure Facebook-Freunde die Gelegenheit, diesen Talk später nochmal nachzuvollziehen. Also jetzt Teilen drücken. Nun aber zu euren Fragen. Und Bemerkung erstmal, Fabio, kommt dir viel Vertrauen entgegen. Nicole Fingernagel schreibt, mein Vertrauen gilt Fabio. Und Friedrichshainer, den ich gleich noch mit einer anderen Bemerkung zitiere, möchte, glaube ich, sogar, dass du Bundeskanzler werden willst.
warum nicht? Friedrichshainer aus Berlin schreibt, Das Angebot möchte ich gerne ablehnen, wenn das geht. Mit dem Bundeskanzler. Das musst du dann mit dem Friedrichshainer diskutieren. Das kann okay. Ich findest du auf Facebook den Kommentar. Kannst du gerne bei uns diskutieren. Nimm den Finanzminister, ist doch okay. Ja, wie gesagt, aber Friedrichshainer sagt auch, Vermögensabgabe ist richtig. Wer braucht schon eine Milliarde auf dem Konto, ist dein Kommentar. Also da können wir nochmal über die Höhe der Vermögensabgabe denken. Ich glaube, der denkt so, ab einer Milliarde ist wohl völlig Schluss, wenn ich das richtig interpretiere. Tanja Mark schreibt, warum denkt jetzt keiner mal über ein komplett neues Wirtschaftssystem nach? Der Kapitalismus führt letztlich immer zu einer Kapitalakkumulation bei wenigen, am Schluss sogar bei einem, nur bei einem sollte das wahrscheinlich bedeuten. Das kann nie funktionieren. Also hier nochmal die ganz grundsätzliche Frage nach der Funktionsweise des Kapitalismus und ob wir da nicht mal ganz grundsätzlich ran müssen. Und dann Mathis Rü schreibt, jeder Euro Schulden wird durch Steuern wieder eingetrieben. Also da nochmal sozusagen auch nochmal wird auf die wirtschaftliche Wirkung von Investitionen durch Schulden hingewiesen. Wer diese Steuern bezahlt, sind bestimmt nicht die reichsten 10% dieses Landes, obwohl sie es ohne Hartz IV beantragen zu müssen am Ende sicherlich könnten. Was her muss, ist all die, jetzt sagt er ein deftiges Wort, asozialen Großunternehmen und Steuervermeider endlich, dass die endlich ihren Beitrag leisten, so wie jeder Bürger. Also hier nochmal sozusagen auch nochmal die Funktion von Schulden und ein Plädoyer für die Besteuerung von Großunternehmen. Das sind alles die Themen, Vermögensabgabe, Kapitalismus allgemein und nochmal die Frage und Funktion nach Schulden. Das sind jetzt die drei, die wir noch einbringen. Ich sage, weil ich mich an der Stelle jetzt schon mal verabschiede als Moderator und uns Anwalt der Zuschauer schon mal vielen Dank für eure absolut rege Beteiligung. Es sind so viele Fragen noch, sowohl hier im Zoom als auch bei Facebook eingegangen sind. Jörg, du musst vielleicht überlegen, ob du nochmal einen zweiten Talk mit Fabio machst. In diesem Sinne, ich bin auf die Antworten gespannt. Gut, dann machen wir eine ganze Staffel draus, aber Fabio ist jedenfalls jetzt erstmal dran und danach komme ich. Vielen Dank, Jörg. Also wir können auch Fragen, ihr findet mich zum Beispiel auch im Internet auf Google, auf dieser Suchmaschine, über die wir gesprochen haben. Da findet man dann meine Adresse, könnt ihr mir auch schreiben und mein Büro leitet mir das dann auch immer weiter, legt mir das vor. Das heißt, ich lese das dann auch und beantworte das gerne. Also zum Kapitalismus, da sind wir sehr gut drin. Da sind Jörg und ich auch ausgebildet drin, seit vielen, vielen Jahren unseres politischen Engagements über den Kapitalismus zu diskutieren. Wichtig ist natürlich, man kann den Kapitalismus nicht über Nacht sozusagen per Knopfdruck erledigen, sondern man muss ihn zurückdrängen. Er ist ja immer stärker geworden auf dem Wohnungsmarkt, in der Pflege. Und man kämpft mit ihm. Man macht sein ständiges Sumo-Ring mit diesem dicken Brocken. Und das ist, sagen die Aufgabe, vor der wir stehen. Und ich glaube, dass viele der Krisen unserer heutigen Zeit sind ja ein Symptom auch dieser Krise. Aber das heißt eben nicht, dass man diesen Kampf automatisch gewinnt, weil häufig spült er dann auch eine Menge Schmutz und Dreck an die Oberfläche und eben auch die politischen Antworten, die zum Beispiel jetzt Donald Trump oder die AfD versucht zu geben. Ja, also die AfD, die zum Beispiel den Anwalt der kleinen Leute spielt, aber da sitzen ja Leute, die ihre Steuern in der Schweiz zahlen. Ja, also die spielen immer die Hobbypatrioten im Parlament, schwingen Deutschlandfähnchen, aber die Steuern werden in der Schweiz bezahlt. Und das sind oft die politischen Symptome dann von solchen Krisen. Und deswegen ist das natürlich eine Aufgabe, die kann man nicht sozusagen, indem wir jetzt am Reißbrett einfach eine neue Wirtschaft erfinden, sondern man muss kämpfen. Man muss sich politisch organisieren, man muss in Parteien gehen, zum Beispiel in die Linke. Und das heißt nicht immer, dass einem alles passt. Ja? Also ich sage immer zu den Leuten, wenn jemand bei euch an der Tür klingelt und sagt, gib mir mal dein Portemonnaie mit, ich sorge dafür, dass du was Nettes im Kühlschrank hast und den nervigen Kram mit der Versicherung, den mache ich auch, dann werdet ihr dieser wildfremden Person nicht eure Stimme, euer Portemonnaie geben. Wenn jetzt jemand klingelt vor der Bundestagswahl, auch jemand Nettes, jetzt Jörg oder ich oder so, an der Tür sagt, gib mal die Stimme mit für die Linke, wir kümmern uns die nächsten 4 Jahre um eure Interessen, dann solltet ihr das auch nicht tun, sondern ihr müsst euch natürlich selber um eure Interessen auch mit kümmern. Und das macht man, wenn man zum Beispiel in die Linke gleich 50 Verwandte und Freunde mitnimmt und sagt, dann machen wir jetzt einen richtig coolen Verein noch draus. Das heißt, wenn euch dieses oder jenes nicht passt, dann bringt ihr noch ein paar Leute mehr mit. Und dann könnt ihr da auch richtig Einfluss nehmen. So, und was die Frage der Schulden und der Vermögen angeht, also wir sind da viel bescheidener. Wir sagen noch nicht mal, wir wollen jetzt bei einer Milliarde oder so abschneiden. Kann man natürlich
ist völlig legitim, darüber zu diskutieren. Das liegt nicht alles auf dem Konto. Das sind ja auch Maschinen, Anlagen, sonstiges, Gebäude, Villen etc. Aber aus diesem Vermögen entstehen neue Einkommen. Und typischerweise erwirtschaften diejenigen, die über sehr viel Vermögen verfügen, nicht, weil sie sich so kräftig anstrengen. Also die Quanz und Klappens haben ja nicht im Fließband bei BMW gestanden, sondern weil sie über Vermögen verfügen, erzielen sie neues Einkommen. Zum Beispiel, wenn sie über Immobilien verfügen, kassieren sie Miete oder so. Ja? Und deswegen sieht man, dass die Milliardäre, die haben die höchsten Renditen. Also diese, auch egal, wie niedrig die Zinsen sind oder so, die haben ja nicht nur Geld auf dem Konto liegen, sondern die haben eben große Renditen. Und deswegen wollen wir mit der Vermögensbesteuerung nur ein Stück weit dieses Einkommenszuwachses eigentlich wieder abschöpfen, damit die Schere nicht immer weiter auseinandergeht. Weil wirtschaftliche Macht heißt auch politische Macht und es untergräbt diese Oligarchen sozusagen, die untergraben ja irgendwann unsere Demokratie. Und letzte Bemerkung, ersetzt mal das Wort Schulden vielleicht durch Kredite. Dann wird vielleicht klar, ich will gar nicht, also wir brauchen beides. Wir brauchen die Besteuerung hoher Vermögen, aber es gibt bestimmte Dinge, die wollen wir auch auf Kredit finanzieren, weil es so große Investitionen sind, dass wir die nicht alle, sagen, aus dem, was heute in der Schatulle liegt, der Steuerzahler, stemmen wollen, sondern weil das eben Investitionen sind, die manchmal auch, ja, wie so eine Universität, eben noch für Generationen zur Verfügung stehen. Und wenn man da so niedrige Zinsen hat, macht es Sinn, die über Kredit zu finanzieren oder Investitionen gegen den Klimawandel gleichzeitig, aber auch natürlich dafür zu sorgen, dass die, sag ich mal, der Schuldendienst nicht nur von denen erledigt wird, die eben über mittlere und geringe Einkommen verfügen. Wir wollen auch die mittleren Einkommen in Deutschland entlasten und dafür müssen wir natürlich auch an die hohen Einkommen und an die Vermögen ran. Ja, ich will da direkt anschließen und zwar bei der Frage des Kapitalismus. Natürlich brauchen wir ein anderes Wirtschaftssystem. Fabio hat es aber beschrieben, das ist so ein bisschen Sumo-Ringer-mäßig. Ich will ein weiteres Bild dafür verwenden und zwar des Urwaldes. Es geht darum, Teile des Urwaldes sozusagen urbar zu machen und für uns nutzbar und kleine Paradiese, kleine Stücke draus zu machen. Wenn es also darum geht, bestimmte Teilbereiche der Gesellschaft, etwa das Gesundheitssystem, oder die öffentlichen Dienstleistungen oder die Bildung, alle diese Bereiche Schritt für Schritt dem Markt zu entziehen, dahingehend, dass wir dort auch die Verfügung der Leute drüber haben wollen, dann sind das auch Schritte in die richtige Richtung. Dafür kämpfen wir als Linke. Aber, und Fabio hat recht, das klappt nicht so einfach, indem ihr uns das sagt, macht's mal schnell, sondern wir brauchen euch. Wir brauchen euch, wir wollen, dass ihr mitmacht. Wir müssen viele werden. Nicht nur bei den Wahlen, sondern auch in der Partei. Und ich weiß, auch in meiner Partei gefällt mir vieles nicht. Fabio auch nicht, ich weiß es. Ändert aber nichts dran. Wir müssen trotzdem mitmachen, damit wir den Laden besser, schöner und größer kriegen. Das ist die Möglichkeit, auch zu einem anderen Wirtschaftssystem zu kommen. In dem Sinne, ich freue mich, dass wir so ein schönes Gespräch hatten und so intensiv diskutiert wurde, so häufig, dass wir davon mehrere Gespräche bestreiten könnten. Ich finde jedenfalls richtig, dass wir über Wirtschaft reden, viel mehr noch, als wir in der Vergangenheit reden wollten, auch reden müssen. Die Linke ist eine Partei, die einen Plan hat. Fabio hat letztens gesagt, wir brauchen einen Plan, wenn wir die Zukunft gewinnen wollen. Ich glaube, es ist klar geworden, wo unser Plan liegt. Dankeschön, Fabio, dass du da warst. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Da geht es auch wieder um Wirtschaft, diesmal um das Verhältnis von Wachstum. Und ich habe mir Ulrike Herrmann von der taz dazu geladen. Wir sehen uns bis dahin. Macht's gut, schönen Abend. Ciao, ciao, bleibt gesund.